Hier am Rhein in Düsseldorf, es kommt mir schwer über die Lippen, dass auch Düsseldorf am Rhein liegt, aber hier haben wir eben Pressefrühstück gehabt und da habe ich die beiden Damen hier kennengelernt. Das ist Frau Raiffeisen und Frau Schulze-Delitzsch, nein, Quatsch, Frau Schrammen und Frau Fendrich von, hallo, vom Genossenschaftsverband. Verband der Regionen. Und ihr macht Lobbyarbeit für die beiden, oder? Genau, richtig. Frau Fendrich ist die Puppenmutter und kann am meisten dazu sagen. Die Puppenmutter? Die Puppenmama, genau. Das ist der Herr Raiffeisen, wie man unschwer erkennt. Hallo. Und sein Kollege Friedrich, Schulze-Delitzsch. Friedrich Wilhelm und der Schulze-Delitzsch. Genau. Aber zu Lebzeiten haben die ja gar nicht so gut übereinander gesprochen, obwohl sie ja fast die gleiche Idee hatten, ne? Genau. Richtig, genau. Da mochten sie sich nicht so gern. Ich glaube, der Raiffeisen hat den Kontakt immer mal wieder gesucht, aber so richtig hat es nicht funktioniert. Aber heute haben die beiden eine eigene Facebook-Seite. Und die heißt Genossenschaften sind Regionalhelden. Und da leben die beiden und zeigen mal so ein bisschen, was Genossenschaften machen. Und sie sind ja auch gewürdigt worden durch das Weltkulturerbe gemeinsam, ne? Genau. Richtig, genau. Die beiden waren auch in Addis Abeba, waren dabei und haben halt gesehen, ne, wie diese Entscheidung gefällt worden ist. Und waren ganz, dann sagen ganz wir mal glücklich. High five, ja, High Jungs five. Auf die Weltkulturerbe. Weiter so.